So, herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Mein Name ist Michael Network. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen wir mal über sehr wichtige Themen. Und zwar, Bull Run steht bevor, beziehungsweise der Bitcoin steigt in die Höhe. Und viele Menschen oder einige Menschen fragen mich ja natürlich auch, Emanuele, wie profitabel sind eigentlich Masternodes? Weil wir sind natürlich in einem Markt hier, da wollen wir mal die Resultate sehen. Wir wollen mal sehen, was so passiert ist, auch im Jahr 2019. Und es gibt natürlich einen richtig geilen Report zu den Masternodes. Natürlich haben viele nicht gut performt, aber einige haben natürlich auch richtig, richtig gut performt. Es kommt dann ja, schlussendlich darauf an, auf welche Masternodes man auspickt. Aber was ich natürlich heute ansprechen möchte, ist und zwar in 3 Monaten, in ganz genau 90 Tagen circa, findet das Halving statt von Bitcoin. Also sprich, die Block-Rewards werden von 12,5 auf 6,25 reduziert. Das heißt, die Inflation wird natürlich reduziert, auch vom Bitcoin her. Und wie wir auch schon die letzten 2 Halvings sehen könnten oder konnten, im Jahr 2012 gab es eine Steigerung von 13.000%, genauso wie auch im Jahr 2016, als das letzte Halving stattfand. Das nächste Halving wird natürlich auch jetzt in den nächsten 90 Tagen dann stattfinden. Aktuell steht der Bitcoin-Preis bei ca. 9.700-9.800 US-Dollar und Analysten gehen davon aus, dass der Preis sich verdreifachen bzw. sich vervierfachen wird im Mai 2020. Das schaut natürlich relativ jetzt gut aus, kurz vorm Halving. Jeder möchte natürlich noch nachlegen etc. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt ein bisschen zu übertrieben ist oder ob es überhaupt realistisch ist, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten auf 55.000 oder 50.000 US-Dollar geht. Aber jetzt mal eine Frage an dich mal. Denkst du, dass der Bitcoin sich verdreifachen oder vervierfachen wird? Oder was ist so deine Prognose für das Jahr 2020 bzw. im Mai 2020, wenn das Halving stattfindet? Gib einfach Bescheid unter diesem Video, da gibt es ein Kommentarfeld. Schreib einfach mal deine Prognose rein, es würde mich unheimlich interessieren. Aber in diesem Video geht es hauptsächlich darum, ob wir mit einer Masternode oder mit mehreren Masternodes langfristig profitieren können. Deswegen würde ich vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht's weiter. Bevor wir mit der Analyse und den Ergebnissen starten, möchte ich ankündigen, dass morgen unser Crypto Friday stattfindet um 21 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise falls du dir das Video am Freitag ansiehst, dann ist es in den nächsten Stunden. Als Spezialgast haben wir den Pascal Papara vom Telos Team, beziehungsweise CEO von Telos. Und wir verlosen eine Blue Box im Wert von 1000 US-Dollar und das live. Sei unbedingt dabei, morgen 21 Uhr bzw. in den nächsten Stunden 21 Uhr unter diesem Video findest du den Link zum Crypto Friday Stream. So, und lass uns jetzt mal in die Analyse bzw. in die Ergebnisse eintauchen, weil 2019 war nicht gerade ein prickelndes Jahr für die Altcoins bzw. für die Masternodes, weil an sich viele Exchanges geschlossen haben, einfach Crypto Bridge, es gab sehr, sehr viele, die gehackt worden sind, beziehungsweise einfach geschlossen haben, weil es nicht profitabel war. Ein paar Projekte konnten trotzdem Bärenmarkt ordentliche Gewinne verzeichnen. Jetzt stell dir mal vor, wie diese Masternodes in einem Bullenmarkt performen. Also, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber bevor wir da eintauchen, schauen wir uns mal ein bisschen die Marktkapitalisierung an. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal die Marktkapitalisierung an, weil wir hatten im Januar 2019 eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Es ging sogar hoch auf 2,394 Milliarden US-Dollar und dann ging es natürlich wieder runter im vierten Quartal. Aber was sehr, sehr spannend ist, ist, dass das Jahr 2020 sehr, sehr gut angefangen hat, aber wir werden jetzt gleich darüber zu sprechen kommen. Wie wir auf der rechten Seite sehen können, haben 171 Coins negativ performt, also hatten eine negative ROI und 131 Coins hatten eine positive ROI für 2019. Wohlgemerkt stieg dann die Marktkapitalisierung auf fast 2,4 Millionen, genau dann, als der Bitcoin natürlich seinen Rise hatte auf 13.500 US-Dollar. Also wenn wir davon ausgehen, dass der Bitcoin demnächst 13, 14, 15 oder sogar 20.000 US-Dollar erreicht, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Marktkapitalisierung auch von den Masternodes steigt. Wenn wir aber dann weiter runter scrollen, sehen wir hier die Rankings Movement. Und dann kann es richtig spannend werden, weil Divi hat natürlich die größte Market Cap Increase bekommen und ging von unranked auf Platz 5. Und das sind 825%. Also es ist wirklich unglaublich, was mit Energy Horizon und mit Loki passiert ist. Wir sehen hier Smart Cash, Swarm, Eto oder PWX, die haben sehr, sehr schlecht performt im Jahr 2019. Aber was natürlich sehr, sehr wichtig ist oder was man verstehen sollte, ist,
dass diese Coins, die natürlich hohe Gewinne erwirtschaftet haben, ähnliche Features haben, wie zum Beispiel die Privacy-Funktion. Wir haben natürlich die Governance, Smart Contracts und Sidechains, wie zum Beispiel mit Horizon und größere Dev-Teams. Also jedes dieser Coins, beziehungsweise wir sehen zum Beispiel Energy, Horizon, Divi und Loki, die haben jeweils alle mindestens 25 bis 30 Team-Member, die sich um diesen Coin beschäftigen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was so mit diesen Coins passiert. Wie wir hier sehen können, gibt es die höchsten Returns bzw. von der ROI her. Und das sind auch eins der Coins, die wir natürlich auch immer und immer wieder in den Mund nehmen bzw. Ansprechen. Und zwar, wir sehen hier zum Beispiel die Tiered Mastodons haben sehr, sehr gut performt. Divi Gold zum Beispiel 539%. Also Divi hat letztes Jahr über 500% ROI erwirtschaften können und das ist wirklich unglaublich. Natürlich auch Polis. Polis ist eine relativ interessante Masternode. Also wie du hier sehen kannst, bei 0,73 gestartet und bei 0,95 aufgehört letztes Jahr. Also da kann man auf jeden Fall Gewinne erwirtschaftet, sogar in einem Bärenmarkt. So, jetzt gehen wir mal kurz zu den Highest Returns bei den Coins, die eine Marktkapitalisierung unter einer Million haben. Und wir sehen, dass wir ja mit Telos sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Zum Beispiel Telos hat 1257% in einem Jahr ROI erwirtschaften können. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. In meinen Augen muss man es auch so betrachten, dass wenn man in kleinen Coins investiert, wie zum Beispiel Crypto Desire Cash, also wir sehen hier zum Beispiel die Masternode Value ist 1716 US-Dollar, also ist gewesen, und jetzt kostet die Masternode nur noch ein paar hundert Dollar, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der Coin an Wert verliert. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel die kleinen Coins, wenn man jetzt hier sieht, zum Beispiel Telos oder Bad Blocks oder Stake Cube gestartet mit 33 US-Dollar und jetzt kostet die Masternode knapp 200 US-Dollar. Also es kann schon relativ spannend werden. Es gibt zum Beispiel jetzt hier Snowjam dieses Jahr. In meinen Augen wird Snowjam auf jeden Fall gut performen, weil sie natürlich jetzt ihre Debitkarte rausbringen. Die Masternode kostet aktuell 200 US-Dollar. Also könnte wahrscheinlich auch eine Masternode sein, die dieses Jahr gut performen kann. Also wie gesagt, so wie ich das beobachte, ist es ratsam, günstig in Low-Cap-Coins einzusteigen. Also meine Empfehlung wäre so unter 500 Dollar für so eine Masternode. So, hier gibt es die 2020 Market Predictions, beziehungsweise was wird dieses Jahr so passieren? Also wie wir sehen können, der Trend wird weiter wachsen. Immer mehr Menschen sind sich dessen bewusst, dass man mit Kryptowährungen bzw. mit Masternode sich ein Einkommen aufbauen kann. Also klar, es ist machbar, aber natürlich braucht man auch etwas Geduld. Weil wir sehen, wir waren sehr, sehr lange in einem Bärenmarkt und höchstwahrscheinlich werden wir auch dieses Jahr den neuen All-Time-High vom Bitcoin sehen, aber erst nach 2,5 Jahren circa. Also von dem her braucht es erstmal ein bisschen Zeit. Aber natürlich oder beziehungsweise gibt es die ein oder andere Masternode beziehungsweise der ein oder anderen Coin, der sehr gut performen kann, siehe Telos, siehe Divi, siehe Polis und Co. So, und ich werde auch manchmal gefragt, hey Manuele, welches sind eigentlich deine Favoriten für das Jahr 2020? Also ich habe verschiedene Favoriten, beziehungsweise ich habe jetzt als Favorit Polis, ich habe als Favorit Telos, Divi, Bitgreen, Horizon, Stakenet und Zcoin. Das sind jetzt erstmal die Coins, auf die ich langfristig setze, auch dieses Jahr. Es gibt natürlich auch Coins, die pumpen von einem Tag auf den anderen, aber natürlich ist es für mich wichtig, hey, ich möchte natürlich eine Masternode haben, die ich zum Beispiel sofort in US-Dollar umtauschen kann, wie zum Beispiel bei Polis. Und wir werden uns auch gleich die Ergebnisse anschauen und sagen, hey, wie sieht es eigentlich überhaupt aus nach einem Jahr, nach 1,5 Jahren, rendiert sich eigentlich die Investition in so einer Masternode? Und deswegen, wir tauchen jetzt auch gleich ein und ich zeige dir jetzt mal meine Ergebnisse. So, und wir sind zurück und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse von Polis an. Und zwar, ich erkläre dir mal kurz, was so Sache ist. Also ich habe in Polis insgesamt 12.513 Dollar investiert. Ich habe insgesamt über 5.000 US-Dollar mir auszahlen können, also das heißt, die ROI wäre bei minus 60%, also das heißt, ich müsste mir praktisch noch 7.498 US-Dollar auszahlen, damit ich Break-Even bin, also das, was ich investiert habe, dass ich wieder zurückkomme. Aber ganz, ganz wichtig, ich habe ja noch 12 Masternodes am Laufen, die aktuell 10.440 US-Dollar wert sind. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Betrag addiere, also 10.440 mit den 5.000 US-Dollar, dann hätte ich einen Reingewinn von 2.900 US-Dollar. Wenn ich jetzt natürlich all meine Polis Masternodes verkaufe, was ich in diesem Fall auch nicht tun werde, weil ich natürlich auch ab und zu
ja, entweder meine Rewards ansammle und mir eine neue Masternode, ja, sagen wir mal, aufbaue, oder einfach nur meine Rewards auszahle und mir neue Masternodes kaufe. Also mit der Masternode kann man relativ gut rumspielen. Und was ich natürlich sehr, sehr gut finde, ist, dass ich mit Polis natürlich eine ePay-Debitkarte habe, dass ich natürlich meine Polis direkt in US-Dollar umwandeln kann. Die haben jetzt auch ihre UnionPay-Karte und ihre PolisPay-App. Also Polis macht wirklich einen relativ guten Job mit einer Masternode, die nur 850 US-Dollar kostet, in meinen Augen, in so einem Bullenmarkt, beziehungsweise sollte dann natürlich der Bullenmarkt eintreten, so vielleicht in 6 Monaten oder in 8 Monaten, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Masternode nicht mehr 850 Dollar wert sein wird. Aber ganz, ganz wichtig, falls du dieses Cheat-Sheet haben möchtest, falls du diesen Cheat-Sheet haben möchtest, unter diesem Video, da gibt es einen Link dafür, da kannst du es kostenfrei herunterladen, du klickst einfach drauf, lädst einfach die Excel-Tabelle runter, trägst deine Ergebnisse ein und that's it. Deswegen ganz, ganz wichtig, unter diesem Video findest du den Link dafür. So, Fazit zu den Masternodes. Ja, man kann mit Masternodes sich ein Einkommen aufbauen. Man braucht natürlich etwas Geduld, wie auch bei allen anderen Investitionen. Aber was ich dir sagen möchte, ist, es ist, dass viele Menschen sich einfach eine Masternode kaufen und sagen, hey, die Masternode gefällt mir, weil sie schön ausschaut, beziehungsweise weil dieses Projekt schön ausschaut und ich hohe Gewinne einfahren kann. Und man hat einfach diesen Fokus auf das schnelle Geld. Und das ist nicht der Fall, meiner Meinung nach, weil bei einer Polis Masternode hat man nicht so eine hohe ROI, nicht so hohe Ausschüttungen, aber dafür ein sehr solides Projekt. Aber ganz, ganz wichtig, kaufe nicht deine Masternode nur, weil sie schön ausschaut oder weil die Seite schön ausschaut oder weil der CEO gut ausschaut. Es sollte ein innovatives Projekt sein, beziehungsweise was bringen die an no Innovation raus, wie zum Beispiel bei Polis jetzt mit der Polis Pay App, mit den Geschenkgutscheinen, mit der Union Pay Karte und, dass man da einfach, ja, sagen wir mal, diesen Coin auch nutzen kann. Praktisch hat Polis auch wirklich zwei Händleranbindungen, also beziehungsweise die Händleranbindung, und zwei Händler akzeptieren schon in Lateinamerika Polis. Also ist es schon machbar, dann diesen Coin dann irgendwann mal auch zu nutzen, beziehungsweise ihn zu akzeptieren. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, schau, dass dieser Coin einfach eine neue Innovation hat. Und dann investiere und glaub dran oder sag es deinen Leuten weiter, und somit kann die Community auch für sich vergrößern, und somit wird auch die Marktkapitalisierung auch größer sein irgendwann mal. Deswegen, ich halte nicht nur Polis, weil ich daraus Gewinne erwirtschafte, nein, weil ich natürlich die Entwickler supporte, ich supporte natürlich die komplette Gruppe und mir gefällt natürlich, was die Jungs da machen. Deswegen habe ich auch über 12 Masternodes von Polis am Laufen. Okay, das war's für diesen Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen Mehrwert oder Mehrwert rausziehen. Gib mir einfach Bescheid, was sind deine Lieblingsmasternodes unter diesem Video. Da kannst du einfach im Kommentarfeld deine Lieblingsmasternodes reinschreiben. Und ganz wichtig, in den nächsten Stunden, Crypto Friday, Episode 37, wir haben eine Auslosung über 1000 US-Dollar. Also das heißt, wir verlosen eine Blue Box von Telos. Sei dabei. Unter diesem Video findest du natürlich auch den Link dafür. Also ganz wichtig, investiere in Masternodes, die ein innovatives Projekt haben, auf seriöse Exchanges gelistet sind, natürlich Volumen haben, weil ansonsten macht es auch wenig Sinn, wenn du deine Coins verdienst und die verkaufen möchtest irgendwann mal und da gibt es keine Nachfrage. Deswegen ganz, ganz wichtig, Volumen muss da sein, seriöse Exchanges und natürlich seriöse Entwickler. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und zu teilen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Michael Network. Ciao, ciao.